Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Styx Masters of Shadow. Und ich bin hier wieder beim Nachvertonen, weil, das erkläre ich jetzt hier gerade, ich hatte ja in der Folge davor so eine komische Grafikeinstellung. Und zwar diese hier. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Und bin dann rausgetappt, habe eingestellt und alles getan und gemacht. Und dabei habe ich vergessen, mein Mikro wieder einzuschalten. Ja, da muss ich das jetzt nachvertonen. Und wir sind hier mit Styx auf der Suche eines Weges, um da unten reinzukommen, meine Fresse. Dann habe ich erstmal versucht mit einem Klon, weil ich dachte, der könnte da durch, aber das ging natürlich nicht. Also wir brauchen ja diese Brechstange, um ins Versteck zu kommen. Ne, das steht da ja auch, Brechstange für die Kanalisation. 3 Meter, ich bin jetzt genau da drüber. So. Und dann habe ich überlegt, dass ob es vielleicht von dort hinten einen Weg gibt. Das ist ja nicht so einfach. Da stehen aber 2 Baggerluden. Im Dunkeln sehen die mich zwar nicht. Aber ihr wisst ja, Styx ist nicht unbedingt der große Kämpfer. Ja. Also habe ich erstmal die Fackel aus... Wollte ich die Fackel ausmachen, habe ich natürlich den Kumpel getroffen. Gut. Ja, geh mal zurück an die Arbeit. Das hast du davon. Ja, ja. Wer arbeitet, ist selber schuld. Licht aus. Leiche verstecken. Ich bin ein ordentlicher Goblin. Zwar auch ein böser, sogar ein ziemlich böser, aber auch ein ordentlicher. Ja, die beiden. Ich habe wirklich gedacht, von da unten würde man rankommen. Ja, das war jetzt die... wie sagt man jetzt dazu? Die Amber-Side oder so? Also die Sicht. Wenn die Harze wirken. Oh! Das war hoch. Gleich ordentlich Energie verloren. Mist. Da habe ich gleich nochmal neu geladen. Das ist natürlich blöd. Ja, manchmal beim Runtergehen fällt er einfach, anstatt sich an die Dinger da zu hangeln. Das wurde aber auch kritisiert, dass das mitunter passiert bei dem Spiel, dass man da aufpassen muss. Jetzt bin ich wieder da. Ganz am Anfang, weil ich nicht gespeichert habe. Hab mich gerade geärgert. Jetzt muss ich ja den Kumpel da oben nochmal beruhigen. Das hatte ich eigentlich in der Folge davor gemacht. Aber die Taktik haben wir ja. Ein Klon auskotzen. Umschalten. Nicht auf die 2 drücken. Die 1, du Dussel. Ja, so sieht das besser aus. Den Klon, der ziemlich langsam ist und auch nur auf allen Vieren gehen kann, so wie es ausschaut. Den Typen weglocken. Da steht Styx und wartet schon. Ja, ja, ja. Ich muss da nichts weiter zu sagen. Ne? Ab in die Kiste. Die sind ganz praktisch. Man muss natürlich E drücken und nicht Feuer. Weil wenn man Feuer drückt, dann legt man ihn wieder ab. So, jetzt gehe ich erstmal da die Fackel ausmachen. Glaube ich. Nehme ich an. Gehe ich? Mache ich? Ich mache. Ich bin nicht nur ein gründlicher, ich bin auch sogar ein ziemlich böser Goblin. Na, trag ihn weg. Gott sei Dank sickert das Blut immer schnell weg. So, dass es da oben nicht weitergeht, war mir, glaube ich, schon ziemlich klar. Der patscht schön, ne, wenn er läuft. Schön mit Echo. Ach ja, das Harz wollte ich mir holen. Ich hatte ja ein bisschen was verloren. Ein
Das wäre eher sonst weg hier. Dabei ist der Weg so einfach. Ist wirklich richtig einfach, wenn man den richtigen weiß. Ja, da oben stehen sie. Aber das würde auffallen, wenn ich den jetzt da anspringe und ihn da runterziehe. Also mach das nicht. Überleg, denk nicht mal daran. Ah, da war aber ein Symbol. Hast du das jetzt wenigstens gesehen? Ah, so einfach ist das manchmal. Kacke. Ja, da musste ich mal ganz kurz weg. Und da haben wir natürlich die Brechstange gefunden. Yippie. Und was ist hier noch? Ach, neue Freunde. Versteck dich unter dem Tisch. Was, bisschen groß für ein Schlafzimmerschlüssel? Ja, schade, beim Spielen entgehen mir die Texte darunter immer so ein wenig. Ja, das ist auch überhaupt nicht ungewöhnlich, dass da einfach so die Geheimtür auf ist. Nein. Warum kann man da eigentlich von oben reingucken? Der ganze Dreck fällt runter hier. Ja, nun trau dich raus. Schön langsam. Da ist noch ein Bernsteintrank. Den brauchst du aber nicht. Aber ich kann mich unsichtbar machen. Da stand da eben. Und da stand da so kurz, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. Wer ist überhaupt der hässliche Vogel da auf dem Foto? Auf dem Foto, auf dem Gemälde. Ja, und da ich das nicht gesehen habe, habe ich jetzt schnell in die Optionen geschaut. Steuerung. Tastatur und Maus. Ja, ist ein bisschen sehr fummelig. 1, 2, Klon töten, Rauchbombe. 4, Unsichtbarkeit. Verstehst du? Ja, und jetzt aber schnell, die reicht nicht ewig. Oh, nun geh doch. Oh, was habe ich denn da gemacht? Ah, ich vermute. Ich habe getrunken, habe den Nachschub genommen und habe es nochmal probiert. Bisschen dichter ran, damit ich die kurze Zeit ausnutzen kann. Warum gehe ich jetzt da lang? Oh, ich bin ein Idiot. Aber die sehen mich nicht, ne? Die beiden sehen mich nicht. Und wenn ich das schön an der Wand lang sehe, geh, dann sehen sie mich auch nicht. Das ist gut. Und Gott sei Dank sehen sie den da nicht. Und jetzt muss ich da oben lang. Da war ich, glaube ich, in der Folge davor vorher schon mal schauen. Aber mit der neuen Unsichtbarkeit könnte es einfacher werden. Weil die alle zu beseitigen ist ein bisschen sehr kompliziert. Man hat ja hier nicht so eine Funktion wie bei Far Cry 4 oder 3 mit Steinwerfen, um die Leute abzulenken. Ich habe da jetzt erstmal geschaut, wie viele da waren. Da steht einer am Aufzug. Einer steht da an der Wand. Und der andere geht jetzt weg. Wo geht denn der hin? Huch, nicht so weit. Der kommt hierher. Und zum Versteck ist es nicht mehr weit. Time for change of guard. Oh, jetzt habe ich den Text wieder nicht gelesen. Na, vielleicht habt ihr das getan. Die Bernsteinsicht hilft jetzt auch nicht wirklich. Da oben läuft auch noch einer rum. Die so eine Entschuldigung. Die so eine Zipfelmütze aufhaben. Die können... Ja, hat die nicht gestört. Die können mit Pfeil und Bogen schießen. Und da ist noch ein Gesundheitstrank. Na, was habe ich jetzt wohl getan? Bin ich selber gespannt drauf. Ist ja nun auch schon ein bisschen her, wo ich das aufgenommen habe. Nase juckt mir trotzdem. Ah, ich ahne was. Aber ich traue mich nicht. Man muss ja auch den richtigen Moment abwarten. Also jetzt loszulaufen wäre blöde. Weil
Es ist besser, wenn ich hinter ihm gehe. Hinter diesem, der hier immer im Karree um den Aufzugbrunnen läuft oder was weiß ich. Der hätte noch einen Trank gehabt. Guck mal. Das sehe ich jetzt erst. Ich kann die ja auch beklauen, aber naja, gut. Hier bin ich erstmal in Sicherheit gegangen. Zum Versteck ist es nicht mehr weit und hier unten sehen sie mich nicht. Das Licht könntest du aber löschen, Styx, und das auch. Ja, mach erstmal das aus. Immer schön gucken, ob da wer ist. Da kannst du noch deine Sandbestände auffüllen. Da hatte ich was gehört. Da oben kriecht auch einer. Ich kann das gar nicht richtig sehen, weil hier... Ah, jetzt habe ich erstmal den Trank genommen. Weil hier dieses riesen Aufnahmefenster ist. Kann man das kleiner machen? Nee. Mist. Ach, ich hatte, glaube ich, vorher einen falschen Trank genommen. Oh, mach nicht so einen Lärm. Ja, wahrscheinlich habe ich deswegen jetzt nochmal neu gestartet. Beliebige Taste drücken, genau. Denn ich wollte Sand werfen und nicht meine Harztränke verschwenden. Nee, ich hatte beide Tränke genommen, siehst du? Jetzt habe ich schnell umgestellt. Nun werf! Mach es nicht so spannend. Ich muss mal einen Schluck trinken. Trockener Hals. Schnell, schnell, schnell. Mache ich aus. Gut, gut. Truhen, um sich selbst oder was anderes zu verstecken, sind ja hier zu Genüge. Das sind übrigens zwei, wie man sehen kann. Und der eine hat die Fackel wieder angemacht. Der Hund. Und jetzt macht er die Fackel wieder an. Ja, und ich überlege, wo ich lang muss. Das war ganz schön, aber das Versteck zeigt da hinten hin. Du musst da durch. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Du musst, du musst, du musst. Ja. Jetzt sehe ich nichts. Ich mache das mal ein bisschen woanders hin. Da ist auch noch ein Gesundheitstrank. Oh, und hier ist ein... Oh, und das war genau die falsche Situation. Anstatt er jetzt sich darunter zu verstecken, habe ich neu geladen. Aha. War ja auch ein bisschen blöd. Und Gott sei Dank gibt es ja hier diese... das Schnellspeichern und Schnellladen. Das ist ja nicht so... weg, 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 weg. Biegen die jetzt beide vorne ab oder bleib mal da stehen. Der biegt ab. Brauchst keine Panik haben. Warum gehe ich jetzt eigentlich da lang? Weil mir das nicht geheuer war? Sand. Ach so, ich wollte ihn ablenken, indem ich... Und da habe ich geguckt, ob da Wurfmesser sind, weil da steckten ja Pfeile drin in dem Ding. Warum habe ich jetzt Sand eingestellt? Damit ich nicht aus Versehen einen Trank nehme, wahrscheinlich. Kenn mich ja. Wichtig ist immer, dass man sich die Wege einprägen muss, wo die Wachen langlaufen. Das ist sehr hilfreich. Und was das Schöne ist, was ja auch kritisiert wurde an dem Spiel, dass sie die gleichen Wege laufen. Stört mich überhaupt nicht ein bisschen. Ich finde das total gut. So ist das schön berechenbar und einfach. Manchmal. Aber jetzt werde ich es vollenden. Oder doch nicht? Der Typ da am Tisch kriegt gar nichts mit. So, setz dich mal dahin. So. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Ich kann das jetzt nicht sehen. Ach ja,
Nebenbei habe ich dann diesen kleinen Raum hier entdeckt. Schön brav das Licht ausgemacht. Und ja. In dem Moment nicht beachtet, dass die Jungs da nicht umsonst rumlagen. Aber es hatte ja gespeichert. Ja, das sieht gut aus. Mach mal einen Klon. Das stand da auch. Das sehe ich ja jetzt erst. Na, schaffe ich es gleich? Oh, ich habe gleich umgeschalten. Genial. Keine Ahnung, warum das Feuer da so rumfeuert. So, jetzt zurück zu deinem Herrn und Meister. Man hätte auch einfach 1 drücken können, zum Schöpfer zurückkehren, aber sowas sehe ich ja nie. Ich will mein Zeug wieder haben. Und jetzt kann ich hier reingehen. Ach, das Licht machen wir natürlich aus. Klar. War jetzt ganz wichtig. Und wir finden eine Tür. Ach so, das Licht mache ich auch noch aus. Sicher ist besser. Schön durchs Schlüsselloch schauen. So, mach auf die Tür. Die ist natürlich wieder verriegelt. Das ist auch sehr schön gelöst. Finde ich auch sehr gut. So. Mach auf! Und was finden wir hier? Warum sind wir hierher gegangen? Ich kann es euch gleich sagen. Liegt auf dem Tisch. Ich habe es schon gesehen. Da. Eine kleine Münze. Das war's. Deswegen der ganze Aufwand. Sonst ist hier nix. Gar nix. Ja, denn... Denn... Kannst du doch da wieder raus. Na, da geht's nicht weiter. Ich dachte schon, ich hätte eine Abkürzung gefunden, um... zum Ziel zu kommen, aber dem war nicht so. So, also wieder zu diesen beiden Kunus, die da immer hin und her laufen. Aber hier sieht mich ja keiner. So. Schön das Licht ausmachen. Den Trank brauche ich nicht, deswegen hole ich den auch erst gar nicht. Mich stört der eine Patrouillengänger da. Ungemein. Und zwar der, der jetzt wieder losgelaufen ist, da ganz links. Jetzt kommt der andere hinterher. Und ich wollte mir da, glaube ich, den letzten kaschen. Und das war keine gute Idee. Aber ich zieh's dann auch immer durch, ne? Anstatt mich dann zu verdrücken. Ja, man muss ausprobieren, was machbar ist. Aber ich hatte ja gespeichert. Insofern war das nicht so schlimm. Setz deine Mittel ein. Das ist viel gerissener. Schnell, schnell, schnell. So ist gut. Das Licht machen wir auch aus. Gut. So können sie mich nicht sehen. Der schläft. Gut. Und hier geht es weiter. Immer wenn die Ränder schwarz werden und man in der Mitte so eine Art ovalen Kreis hat, der noch normal beleuchtet ist, ist Styx nicht zu sehen von den anderen. Das ist immer sehr gut. Da finde ich noch eine Münze. Ja, der Weg nach oben ist natürlich kompliziert, vor allen Dingen, wenn man das blind spielt. Und hüpf und hüpf. Und was finden wir da? Zum Versteck.
Jawohl. Jawohl. Ja. Und das war's mit dem Spiel und mit der Nachvertonung.